Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, we learned how to express feelings in German. In this lesson, you will learn how to talk about Traumberufe. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, podcasts, early access to our videos, and more. So, fangen wir an! Lektion 45. Traumberufe und Berufswünsche. Der Beruf, die Berufe. Noch einmal, der Beruf, die Berufe. Oder der Job, die Jobs. Noch einmal, der Job, die Jobs. Der Berufswunsch. Die Berufswünsche. Noch einmal, der Berufswunsch. Die Berufswünsche. Einen Beruf kann man ausüben. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema, Traumberuf. Jeder träumt von einem perfekten Job. Jeder hat Erwartungen von dem Beruf. Was willst du in 10 Jahren machen? Welchen Beruf möchtest du ausüben? Warum? Was ist dir wichtig? Let's look at some views where people talk about what job they would like to have and why. What expectations do they have? Let's see. Ich wäre gern Ärztin, da ich Leuten helfen möchte, gesund zu werden. You could use the structure ich wäre gern and follow with a reason using da, weil or then. Mir ist es wichtig, die Welt sehen zu können. Deshalb würde ich gern als Pilot arbeiten. When talking about Traumberufe, you mostly use the K2 form, Konjunktiv 2, which we learned in Lesson 36 and 42. Here you could use the structure ich würde gern als arbeiten. Don't forget to give a reason. Ich möchte viel Geld verdienen und möchte mein eigener Chef sein. Ich würde gern selbstständig arbeiten. Selbstständig arbeiten means to be self-employed. Ich liebe Kinder und arbeite gern mit ihnen. Ich würde den Beruf als Kindergärtnerin ausüben. So könnte ich auch neben dem Beruf noch viel Zeit für Familie und Haushalt haben. Here you could use the structure ich würde den Beruf als ausüben. Einen Job als Manager könnte ich mir schon vorstellen, weil ich gern Verantwortung trage und in einem Büro arbeiten würde. Here you can say einen Job als könnte ich mir schon vorstellen, weil ein Beruf als Wissenschaftler wäre für mich interessant. Da kann man immer wieder etwas Neues kennenlernen. Here you can use the structure ein Beruf als wäre für mich interessant, weil für mich sollte es eine interessante Tätigkeit sein. Es wäre gut, wenn ich einen bequemen, komfortablen, modern ausgestatteten Arbeitsplatz hätte. Herr ausgestattet means equipped. Now let's look at the next one. Mein Traum ist es, als Koch zu arbeiten.
So könnte ich meine eigenen Ideen verwirklichen und anderen Freude machen. The structure you can use here is: Mein Traum ist es, als zu arbeiten. Es ist mir wichtig, dass ich in meinem Job eine abwechslungsreiche Tätigkeit habe und ein freundliches Betriebsklima habe. Die Tätigkeit means activity or job. Das Betriebsklima means work atmosphere. Ich möchte gern als Entwickler tätig sein, weil ich gern am Computer arbeite und gern neue Programme und Apps entwickle. Here you can use the structure: Ich möchte gern als tätig sein. Mein Traumberuf wäre etwas, wo man nichts machen muss. Ich würde gern nur liegen und mich erholen. Für mich wäre ein Job ideal, wo man nicht unter Zeitdruck arbeiten müsste, viel Freizeit hätte und gute Aufstiegs- oder Karrieremöglichkeiten hätte. Ich träume davon, berühmt zu werden. Deshalb möchte ich gern als Schauspieler arbeiten. Ich möchte hohes Ansehen haben und viel Geld verdienen. Mein Traum wäre es, als eine Bankkauffrau zu arbeiten. Here you could use the structure: Mein Traum wäre es, als zu arbeiten. Ich würde gern mit Holz arbeiten. Da kann man selbst etwas entwerfen und gestalten. Das ist ein schönes Gefühl. Was ist dein Traumberuf? Was ist dir im Job wichtig? Hier sind ein paar Redemittel. Wir nehmen das Beispiel vom Arzt. Du kannst sagen: Ich wäre gern Arzt. Oder: Ich würde gern als Arzt arbeiten. Ich würde den Beruf als Arzt ausüben. Einen Job als Arzt könnte ich mir schon vorstellen. Ein Beruf als Arzt wäre für mich interessant. Mein Traum ist es, als Arzt zu arbeiten. Ich möchte gern als Arzt tätig sein. Mein Traumberuf wäre Arzt. Für mich wäre ein Job als Arzt ideal. Vergiss nicht, auch zu begründen. Man kann da, weil, denn oder deshalb benutzen. Du kannst auch einen Text dazu schreiben. Zum Beispiel: Hallo, mein Name ist Felix. Ich möchte später gern als Journalist arbeiten. Als Journalist könnte ich viel unterwegs sein. Ich möchte nicht an einem Arbeitsplatz sitzen. Ich hätte viel mit Menschen zu tun, was mir sehr gefällt. Für mich ist es auch wichtig, dass die Tätigkeit interessant ist und dass ich immer wieder etwas Neues kennenlerne. Und was ist dein Traumberuf? Schreib gern unten in den Kommentaren. Wir freuen uns auf deine Kommentare. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below.
Tschüss, auf Wiedersehen.